Hallo, heute geht es weiter in der Baugruppe. Und zwar will ich mal zeigen, wie wir einen Rahmen machen. Das heißt, so ein Gestellrahmen, ein Profilrahmen aus verschiedensten Trägern, Rechteckprofilen, I-Träger, wie auch immer. Am Anfang brauchen wir dazu natürlich eine Skizze. Und die findet ihr ja unter Home Skizze oder 3D-Skizze. Im Normalfall nimmt man da auch eine 3D-Skizze. Denn oft meistens die Sachen ja dann auch irgendwo, ja, wie soll ich sagen, 3D-mäßig angeordnet. Ihr könnt ja jetzt wieder die ganz normalen Elemente dazu nehmen, die wir ja ganz einfach schön gelernt hatten, und dann einfach mal anfangen, irgendwo euer Viereck mal zu malen oder irgendetwas in dieser Richtung. Und ich mache einfach mal 800 mal 800 diesen Rahmen. Lass ihn dann rechtwinklig ausgerichtet. Jetzt nehme ich mal noch eine Linie zum Beispiel. Die male ich jetzt einfach mal hier irgendwo rein. Mach die mal noch hier mit senkrecht drauf. Macht jetzt keinen Sinn, aber bitte nicht verwirren lassen. Das dient dann ein bisschen zu Experimentierzwecken. Und jetzt mache ich natürlich immer noch eine Linie nach oben, damit wir auch ins 3D-mäßige bisschen reingehen. Die mache ich einfach mal 500 lang. Und schon wäre unsere Skizze an und für sich fertig. Wie gesagt, macht es keinen Sinn, der Rahmen, aber hier geht es ja wirklich nur ums Prinzip. So, also das zu der Skizze erst einmal. Und dann gehen wir gleich oben auf Rahmen, schalten da um auf Extras und gehen hier dann auf Rahmen. Jetzt können wir hier nochmal auf Rahmen gehen und sehen dann hier schon ein bisschen eine Vorschau, wie das von der Skizze dann hergeleitet wird und dann auch im Nachhinein immer erweitert werden kann. Wir gehen jetzt hier mal drauf und haben jetzt hier so ein bisschen ein allgemeines Menü, wo wir hier die Basisebene auswählen können. Hier können wir die Ausrichtung ändern, das heißt, da können wir dann die Profile drehen sozusagen, also liegend oder stehend. Hier können wir Eckenbehandlung machen, das heißt auf Gärung oder auf Stoß zum Beispiel. Hier können wir noch mehrere Eckenbearbeitungen machen, das heißt, wir können zum Beispiel Radien hinzufügen und das auch bei Rechteckteilen zum Beispiel. Hier kann man dann wieder die Überlappung machen und hier kann man die Schweißnahtvorbereitung machen, das heißt, dass man ganz einfach Platz lässt für die Schweißnahtbearbeitung. Hier könnt ihr auf Optionen reingehen und hier könnt ihr dann, wie gesagt, noch Einstellungen vornehmen. Falls ihr nichts findet von den Rahmen, von den Profilen her, müsst ihr hier mal umschalten, Komponente suchen. Wenn in der Standardpart-Bibliothek keine Profile drin sind, dann findet es da natürlich nichts. Hier kann man dann zum Beispiel eingeben, ausklinken in Verbindungen ohne Gärung. Das heißt, hier kann man dann Profile, die aufeinandertreffen, ausklinken automatisch und noch einige andere Einstellungen, die ihr dann einfach mal auch selbstständig ausprobieren könnt. Wir können das dann im Nachhinein hier immer noch ändern. Ihr kommt immer wieder in dieses Profil hier rein. Jetzt klicken wir auf OK und können jetzt hier den Pfad auswählen. Das heißt, wir können jetzt die ganzen Pfade auswählen und können das mit Klick machen. Ihr könnt auch ziehen und ich lasse mal den einen frei. Hier könnt ihr dann die zuletzt gewählten Profile auswählen oder ihr geht dann wie gesagt hier rein und kommt dann in euren Ablageordner und könnt dann hier schauen, was ihr eben drin habt. Gehe ich jetzt mal auf Rectangular Tubing, also auf rechteckige, kann ich hier zum Beispiel 60 mal 40 mal 4 nehmen. Und kann das im Prinzip dann bestätigen und habe jetzt schon meinen Rahmen. Also wirklich eigentlich der Anfang hier relativ einfach. Könnt ihr auch noch den Namen nennen. Und ich habe, wie gesagt, alle Pfade einzeln ausgewählt, habe das Profil gewählt und da macht ihr zum Beispiel automatisch mit Gärung 45 Grad hier einfach auf Stoß. Logischerweise, wie soll das auch anders machen? Ihr könnt ja, wie gesagt, immer wieder in die Optionen reingehen und könnt hier dann Veränderungen vornehmen. Macht ihr zum Beispiel die Ausrichtung, ihr könnt es euch immer hier anschauen und sagt zum Beispiel, ich will das alles um 90 Grad drehen.
Dann geht ihr mal auf Übernehmen und schon liegen die Profile flach. Also flach kann nicht hoch kann, sondern flach kann. Ich zeige das nochmal kurz. Schaut ihr mal hin. So, das ist also der Sinn dahinter. Ihr könnt hier wie gesagt auch die Eckenbehandlungen machen. Ich will zum Beispiel auf Stoß machen. Jetzt gehe ich einfach mal auf Übernehmen und schon macht er hier die ganzen Profile auf Stoß. Und hier könnt ihr dann noch die Änderungen vornehmen, je nachdem, was eben die Bezugsebene sein soll. Also jetzt sind die Profile zwischenliegend, ändere ich das wieder, sind die Profile zwischenliegend. Also eine wirklich eigentlich eine relativ einfache Angelegenheit. Wir können hier jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen auch die Gärung wieder nehmen und wollen jetzt einen Schweißspalt zwischendrin haben. Könnt ihr natürlich hier drauf gehen, sagen 5 mm, okay. Und dann haben wir hier den Spalt zwischendrin. Ihr könnt natürlich auch hier die Eckenbearbeitung nehmen, dann geht der Schweißspalt automatisch weg. Und könnt hier dann, wie gesagt, Überlappung nehmen. Ihr könnt auch hier einen Radius nehmen. Wie auch immer das dann in Wahrheit ist, machbar sein soll. Also das funktioniert theoretisch auch. Keine Eckenbehandlung könnt ihr natürlich auch machen. Dass es einfach nur aneinander stößt, mittig. Und ja, wie gesagt, keine Eckenbehandlung. Hier könnt ihr, wie gesagt, Stoß auf Stoß machen. Ich mache einfach mal hier 100 und mit 100 mm Überstand, je nachdem, wie ihr das eben wollt. Ja, also ganz einfache Angelegenheit eigentlich. Ich mache mal wieder auf 0 und es ist wieder der Originalzustand hergestellt. Das kann ich wieder Eckenbehandlung ausmachen. Und wie man das eben will. Oder ich gehe wieder rein in die Gärung hier und mache dann einen Schweißspalt von 5 mm wieder. Wie gesagt, generell könnt ihr auch hier unten Ausklinken in Verbindung ohne Gärung zum Beispiel machen. Je nachdem, wie ihr das eben wollt. Okay, ich schließe das jetzt mal hier und gehe dann hier mal auf Fertigstellen. So, das war jetzt also soweit unser Beispielmodell. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen hier nachträglich noch was einfügen, funktioniert das natürlich auch. Ich hatte ja hier diesen Pfad mal freigelassen, den könntet auch ihr jetzt noch einfügen, indem ihr einfach auf die Skizze geht und dann hier auf Bearbeiten. Und dann könnt ihr, wie gesagt, die Skizze wieder bearbeiten, vorher mal den Rahmen schließen. Und dann könnt ihr überall noch Bearbeitungen vornehmen. Das heißt, ihr könnt auch die Größen im Nachhinein ändern. Hinzufügen, löschen, also ganz normal, wie ihr das auch bei ganz normalen Baugruppen machen könnt. Ich gehe jetzt mal auf den Rahmen hier oben und jetzt habe ich wieder diese Grundeinstellungen für das nächste Profil, was ich einfügen will. Das lasse ich einfach mal so und jetzt kann ich mir wieder hier einen Pfad auswählen, kann mir dann hier wieder wählen, was ich will. Wie gesagt, das sind immer die letzten, die ich hatte, oder ich gehe wieder hier auf Aussuchen und suche mir da dann irgendetwas raus. Ich nehme jetzt einfach mal das. Auswählen einzeln. Ja, ich habe mal einen einzelnen Pfad im Prinzip ausgewählt. Ich gehe mal auf den grünen Pfeil wieder und sehe, dass wir hier wieder das Profil hinzugefügt haben. Und man kann jetzt natürlich noch ein paar Einstellungen vornehmen, wenn wir überall raufklicken, Optionen und kann dann hier zum Beispiel wieder sagen, Ausrichtung ändern. Und jetzt kann ich, wie gesagt, auch einzelne Profile drehen, wenn ich diese, wie gesagt, einzeln öffne. Das heißt, ihr könnt diese dann auch natürlich immer wieder hier links im Rahmen, in der Rahmenkomponente anschauen und dort eben dann in den einzelnen Rahmen, das sind jetzt sozusagen zwei Rahmen, weil ich dem Nachhinein hinzugefügt habe, die einzelnen Komponenten auswählen und dann, wie gesagt, hier zum Beispiel Endbedingungen bearbeiten, das heißt, damit kann ich dann zum Beispiel Überlappungen wegschneiden, etc. Ich kann zum Beispiel dieses Teil mal auswählen, dieses einzelne, und kann jetzt hier das Bearbeiten, Querschnitt bearbeiten, also noch ein anderes Profil auswählen oder zum Beispiel Endbedingungen bearbeiten. Und da kann ich dann, wenn ich einfach mal hier raufklicke, verschiedene Sachen noch machen. Ich kann die Stöße bearbeiten. Spalt bearbeiten, Gärung oder ich kann zum Beispiel auch verlängern und trimmen. Das heißt, ich kann dieses Teil, was jetzt dunkelgrün ist, das heißt, das ist jetzt automatisch ausgewählt worden, verlängern. Und jetzt kann ich hier unten zum Beispiel sagen, bis wohin soll es denn gehen.
Ich kann im Prinzip das ganze Teil auswählen, das heißt alle Rahmenkomponente, oder ich klicke das mal weg und kann dann zum Beispiel das Einzelne auswählen und kann dann wieder auf alle Rahmenkomponente gehen und sagen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nur eine Teilfläche auswählen möchte, gehe ich zum Beispiel auf Teilfläche und sage, ich möchte die Verlängerung bis hierhin haben. Trimmen geht ja nicht, weil das Teil ja nicht drüber geht. Ich kann es hier nur so verlängern. Enter meine ich. Und dann hat das im Prinzip soweit das verlängert. Und so ähnlich funktioniert das dann eben auch mit dem Trimmen sozusagen. Jo, das war jetzt also mal so eine kleine Einführung hier. Ich würde das nicht übermäßig weit in die Tiefe führen, denn den Rest muss man einfach dann, ich sag mal, selber ausprobieren. Aber wir wissen, wir müssen eine Skizze erstellen, dann können wir die Pfade komplett oder einzeln auswählen, fügen das Material hinzu, können dies dann in den Einstellungen drehen, können die Gärung einstellen, Schweißspalt, Überlappung, Stoß und im Nachhinein zum Beispiel auch noch die Endbedingungen, wenn ich irgendwo drauf gehe hier. Und dann gehe ich einfach auf den Pfeil und habe dann wieder die Endbedingungen, die ich bearbeiten kann. Beziehungsweise kann ich hier auch, wie gesagt, den Querschnitt bearbeiten und kann dann auch hier nochmal drehen, zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte das Teil drehen, um das zu drehen, den Zielpunkt definieren oder einen ganz einfachen neuen Querschnitt nehmen. Das heißt also ein anderes Profil auswählen. Und hier komme ich dann auch nochmal in die Optionen rein, wo ich dann, wie gesagt, wieder die generellen Optionen machen kann. So. Gut, ich denke, das war es jetzt dazu und dann wünsche ich viel Erfolg beim Ausprobieren.